Und da ist gerade eine große Welle. Jetzt. Oh, das war zu wenig. Nee, hat gereicht. Wir haben es geschafft. Und wenigstens eine optionale Mission erfüllt. Okay, den Verbündeten zum nächsten Aufeinandertreffen folgen. Zum nächsten? Ich würde das gerne überleben. Okay, die Verbündeten sind tot. Das feindliche Schiff aufspüren. Es ist da vorne irgendwo. Ausgerechnet mit unserer Gesundheit, die wir hier versuchen irgendwie wieder zu steigern. Schade, dass das Schiff keine Medizin nehmen kann. Die wird kommen. Wir müssen die Bucht so lange halten. Das ist verrückt. Du bist allein und wir sind ohne Verstärkung. Wo er recht hat. Da hinten muss das irgendwo sein. Oh. Vorsicht, Captain! Ah, da hinten. Wow. Das Kriegsschiff rammen, um es zu entern. Das Biest wird uns versenken, wenn wir nicht aufpassen. Ja, wir rammen es. Er hat nicht wirklich vor, sie zu entern. Und haust du etwa ab? Das war ein Fehler von mir. Nicht mit mir, Fräulein. So. Ich habe wieder irgendeinen Auftrag verpasst, aber es sieht so aus, als hätten wir das Schiff auf jeden Fall geändert. Eigentlich bringen wir es eher zum Kentern und nicht zum Entern. So, schnell wieder runter. Wir haben noch 10 Sekunden. Autsch. Ja. Gerade so geschafft. Und da kommt die Verstärkung. Naja, gegen das eine Schiff hätten sie es dann am Ende auch geschafft. Es heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versenkt, interessant. Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten beschrieb. Wie versprochen gehören meine Schiffe euch. Wie können wir helfen? 5 von ihnen müssen in den Hafen New Yorks unter britischer Flagge. Wartet, wartet. Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten versenken oder Fracht transportieren. Stattdessen bittet ihr uns was? New York zu zerstören? Nein. Natürlich nicht. Ah. Nur ein Teil davon. Erklärt mir das. Ich muss ins Fort George eindringen, doch es wird gut beschützt. Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen. Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nah genug heran. Dann ist der Plan klar? Keineswegs. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Auch einem Irren gegenüber. Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist. Ihr habt ihn gehört. Steht ihre Flaggen, damit wir sie hissen können. Beeilung! Aua, okay. Das ist abgeschlossen, wenn auch wieder mal mehr schlecht als recht. 125 von 200 Punkten.
Neues Gemälde im Herrenhaus freigeschaltet. Ey. Cool. Hallo Connor, grüß dich. Ist alles vorbereitet? Ja, Lafayette wartet schon in den Tunneln unter der Stadt. In den Tunneln unter der Stadt? Hier ist eine Schlägermission. Schläger von Boston. Da gucken wir noch mal ganz kurz vorbei, bevor wir zu Lafayette gehen. Der wartet also im Untergrund. Gut, dass wir das alles freigeschaltet haben. Jetzt können wir uns nämlich zu ihm mehr oder weniger auch im Untergrund hinporten. Das ist sehr, sehr praktisch. So, da soll die Schlägermission sein. Ach, am Hafen wieder irgendein Kuli, der sich da mit uns prügeln will. Auf einem Schiff. Moin, moin. Der Seemann. Noch ein Herr. Kannst nur treffen, was du siehst. Komm schon, geht alle weg. Jo. Ich sehe überhaupt nichts. Der ist ja schon fertig. Was war das denn? Können wir ihn wenigstens looten? Der Schmuggler in Boston. Finden und zu einem Kampf herausfordern. Wo ist der denn? Auch in Boston? Der wird noch nicht angezeigt. Na gut, gehen wir erstmal hin. Wird er jetzt angezeigt? Nee. Schade. Okay, Schnellreise dorthin. Will mich nicht lange aufhalten. Und dann rein in den Untergrund. Wenn er dort wartet, werden wir ihn finden. Na, wo genau ist er? Da. Also einmal hinporten. Und hoch. Hier muss er sein. Lafayette. Aber warum in Boston? Wir wollten ihn doch in New York treffen. Wo ist er denn nur hin? Er ist schon vorgelaufen. Warte auf mich! Genau so weitermachen. Es hängt viel davon ab. Max, wenn du mich siehst, helfe ich dir. Ich kann. Connor! Nur auf meinen Vater gehört. Dieser Tunnel führt in den militärischen Bezirk. Und der Admiral? Er wartet auf das Signalfeuer. Und dann beginnt er den Angriff. Und wir werden auch da sein. Werden wir das? Na gut, wenn er das sagt, dann werden wir das. Schauen wir mal. Okay, Zeitlimit für die Erreichung des Signalturms. Okay, gehen wir schön woanders lang. Nein, wer sieht mich denn nun schon wieder? Hier ist sogar keiner. So, weiter, weiter, weiter. Es kann nicht mehr weit sein. Uh-oh. Okay, nicht entdeckt werden, haben wir nicht geschafft. Da ist der Signalturm. Da müssen wir hoch. Und wir dürfen nicht runterfallen. Können wir hier hoch? Ja. Oh Gott, lass dich nicht erwischen, Connor. Ansonsten haben wir hier alles verloren. Komm schon, hoch. Einmal rum. Komm rum. Und hoch. Los, du hast es gleich geschafft. Okay.
Oh, das hat uns schwer getroffen. Charles Lee eliminieren. Was, Charles Lee? Habe ich das gerade richtig gelesen? Nicht in der Verfassung zu kämpfen. Ich muss den Wochen ausweichen. Wo bist du, Charles? Fort. Du bist mir nicht gewachsen, Connor. Trotz allem Geschick bist du nur ein Kind und musst noch viel lernen. Gib mir Lee! Unmöglich. Er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Die Schafe brauchen den Hirten. Er wurde entlassen und getadelt. Er kann dir nun nicht mehr helfen. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Er wird rehabilitiert. Was wird er? Du tust. Sehr gut. Und mich und die Meinen zu verurteilen. Obwohl alles, was ich dir zeigte, was ich sagte und tat, klar das Gegenteil bewiesen hat. Aha, überall, wo Gegenstände in der Nähe sind, da müssen wir kontern. Wir haben deinem Volk nichts getan. Wir unterstützten die Krone nicht. Wir wollten dem Land Einheit und Frieden bringen. Gib auf, und ich verschone dich. Große Worte von einem Todgeweihten. Geht es dir besser? Auch wenn es scheint, als würdet ihr siegen, stehen wir wieder auf. Und weißt du warum? Unser Orden entstand aus einer Erkenntnis heraus. Wir brauchen kein Credo, keine Belehrungen durch verzweifelte alte Männer. Wir brauchen nur die Welt zu sehen, wie sie ist. Deshalb werden die Templer niemals untergehen. Wow. Glaube nicht, ich hätte vor, deine Wange zu streicheln und mir Fehler einzugestehen. Ich weine nicht und frage, was hätte sein können. Das verstehst du sicher. Ach, dennoch bin ich irgendwie stolz auf dich. Du besitzt große Entschlossenheit, Stärke, Courage, alles edle Tugenden. Ich hätte dich längst töten sollen. Wir haben ein Problem. Haytham hat das Amulett nicht mehr. Aber der Tempel schickt noch Daten. Da muss noch mehr dran sein. Nur ein Weg, es herauszufinden. Richtig, einfach weitermachen. Ein schwieriges Ende. Erfolg freigeschaltet. Immerhin 150 von 200 Punkten. Sehr gut. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 11 beendet. Wir gehen jetzt also in die letzte Sequenz von Assassin's Creed 3.
Mein Vater ist tot. Charles Lee führt nun den Templerorden an seiner Stadt. Ich weiß nun, warum dies ein ewiger Krieg ist. Für jeden geschlagenen Stein kommt ein neuer aufs Spielbrett. So geht es hin und her. In aller Welt. In allen Zeiten. Manchmal verliere ich den Glauben. Doch ich darf mich meinen Zweifeln nicht ergeben. Das Volk braucht mich. Jetzt mehr denn je. Ich muss die Templer stoppen. Ich werde Charles Lee töten. ...1782 in New York. Sequenz 12. Limit für eliminierte Rotröcke. 15. Eines Mannes mit einer Vision zu gedenken, der die Welt verändert hat. Und er hat sie verändert. Seht euch um. Im Moment bereiten die Briten den Rückzug vor. Ihr Wille gebrochen. Ihr Heer zerschlagen. Als nächstes sind die Führer der Patrioten dran. Entweder finden sie... Er schickte mich fort. Damals, in Fort George. Er sorgte sich um mich. Ich hätte bleiben sollen. Er sagte, es sei ungefährlich. Er lag falsch. Ich töte dich, Connor. Das schwöre ich. Nicht hier jedoch. Nicht heute. Nein. Erst zerstöre ich alles, was du liebst. Ich werde deine Siedlung niederbrennen und die Köpfe deiner geschätzten Gründungsväter in den Flammen rösten. Und wenn ich fertig bin, verbrenne ich den ganzen Rest. Deine fröhliche Assassinenbande, den menschlichen Abschaum, der auf deinem Land lebt, dein Dorf und seine Bewohner, alles wird brennen. Versuche es, Charles. Doch wie all deine Pläne wird auch dieser ein Fehlschlag sein. Bringt ihn auf die Füße. Er soll warten. Er soll zusehen. Und dann, wenn er mit ansah, wie sein ganzes Lebenswerk zerstört wurde, erst dann erlaube ich ihm zu sterben. Bringt ihn weg. Ist nicht mehr so voll.